Soll ich mit euch reden? Nee, ne? Sieht so aus, als ob wir da oben hin müssen. Gehen wir da links. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Danke. Logisch, oder? Noch eine. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Ne? Ich möchte mit dir reden. Lebenserhaltung ist stabil. Hallo. Ah ne, da drüben ist das. Lol. Okay. Naja gut, okay, ich schalte mit dem. Mit dem ich mit mir reden will. Ich registriere einen Temperaturabfall. Hallo. Das sind alle, Kat. Und wir sind wirklich frei. Schaffen Sie es von hier aus allein? Ja. Gut. Ohne die Kat kann ich die anderen sicher nach Techix zurückbringen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Gar nicht. Ich könnte Ihnen sagen, was ich über diesen Ort weiß. Vielleicht hilft Ihnen das. Das wäre sogar eine große Hilfe. Die Cat wollen in einen Raum hinter dieser Wand. Vor einiger Zeit haben sie etwas geortet und ihre Anstrengungen darauf konzentriert, dorthin zu kommen. Okay. Die Cat haben uns Sprengstoff herbringen lassen. Sie wollten die Wand sprengen. Das könnten sie auch machen. Wollen Sie sonst noch was wissen? Nö. Falls nicht, würde ich gerne den Himmel wiedersehen. Klar. Ich brauche weiter nichts mehr von Ihnen. Viel Glück. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Seien Sie vorsichtig. Auf jeden Fall schaffen wir das. Zur Sperre begeben. Gut, liebe Leute, beim nächsten Mal, wir stellen es mal hier drüben hin, werden wir uns zur Sperre begeben nach vorne. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb ja, des Tolerantbereichs. Sam, ist doch gut. Und werden gucken, was uns da erwartet. Und natürlich, wir werden das Gewölbe betreten endlich, das wir freigeschaltet haben. Und dann sollten wir erstmal so weit, wie ich das gesehen habe, so die meisten Missionen hier fertig haben, so zu 90%. Dann können wir natürlich noch die Siedlung hier wieder starten, aufbauen lassen. Was eigentlich krass ist, weil die Angara eigentlich zuerst hier waren. Aber ob die dazu mitmachen, ich weiß es nicht. Oder ob die das irgendwie komisch sehen werden. Werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir noch die Siedlung dann aufbauen lassen. Die Stadt, ne, ist eine Siedlung, glaube ich, heißt das immer. Siedlung starten lassen, um zu gucken, was dann vielleicht noch. Vielleicht kommen dann noch ein, zwei Missionen. Glaube ich zwar nicht, weil wir vorhin auf dem Planeten waren, weil ich glaube mal, das war erstmal soweit alles. Da muss ich der Planet erstmal erholen. Werden wir dann sehen auf jeden Fall. Ich glaube, meine Reihen hatten wir sogar auch alle schon gefunden, die wir brauchen. Ich glaube ja. Auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir ja, es ist zum Glück alles da. Liam hat's wieder geschafft. Er macht jetzt keine Pause mehr, ist wieder wild mit dabei, seitdem wir das erste Mal gestorben sind. Und der Bug mit dem einen Teil, mit einem Obelisk, nicht hier, mit dem einen Artefakt, Relikt da, Ausgrabung, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht da, Monolith, glaube ich, ist zum Glück auch behoben gewesen, das heißt, wir konnten es aktivieren, zum Glück. Das Rätsel ist natürlich ein bisschen schwierig, habt ihr gemerkt, wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, weil man immer gucken muss, es ist nicht schwierig vom Dings her, sondern man muss immer gucken, passen die Glühen, also von daher. Oh, wie gesagt, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch für eure Treue, für eure Abos, für jeden eurer Kommentare und Likes. Wir sehen uns in Livestreams. Habt viel Spaß dabei beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gut, ich habe ja gerade eine Moderation gemacht. So wie es aussieht, darf ich aber hier nicht speichern. Die Temperatur sinkt. Ja, doch. Nö, ich darf hier unten nicht speichern. Das heißt, wir müssen doch nochmal eben schnell jedenfalls... jetzt lauft doch mal hier. Temperaturen liegen im Normalbereich. Die Mission hier gucken und machen. Wir müssen herausfinden, wie wir hinter diese Wand kommen. Ein Scan könnte helfen. Pathfinder, ich empfange eine starke, nicht identifizierte Energiesignatur, deren Quelle hinter dieser Wand liegt. Dann ist dort also tatsächlich etwas. Außerdem sieht es so aus, als müssten wir uns den Weg mit dem Sprengstoff freisprengen, der hier herumliegt. Haben wir genug davon? Ich denke schon. Wir wollen ja nicht, dass hier alles über uns einstürzt.
Eine Sprengung in einer Eishöhle, das ist eine brillante Idee. Naja, gut, dann machen wir das auch mal schnell mal gucken. Ich weiß auch nicht, was dann passiert, aber gut. Dann wollen wir mal. Lebenserhaltung ist wieder online. Naja. Gucken wir uns das mal an hier. Die Kammer betreten. Alle in Ordnung? Niemand unter herabstürzenden Eismassen begraben? Ui. Alles klar. Und anscheinend hat die Alter Schwede, was ist das denn? Okay. Krass. Hier ist es wunderschön. Aber was macht diesen Ort so interessant, dass die Cat um ihn kämpfen würden? Ich grüße Sie. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Was sind Sie? Ein Interface für das Energieraster dieser Stadt. Ich bin aktiv, seit sie im Eis eingeschlossen wurde. Sie lügt. Sie ist eine KI. Und allem Anschein nach wurde sie von den Angara erschaffen. Die Angara sind zwar hochentwickelt, aber ich habe noch nie von einer lebenden KI gehört. Eine KI? Ganz sicher? Sie wird in keiner unserer Aufzeichnungen erwähnt. Das ist einfach unglaublich. Holt den Commander. Also, warum haben Sie mich belogen? Wie Sie sehen, bin ich momentan verwundbar. Was ist hier geschehen? Die Cat Aliens haben über mich gesprochen, als wäre ich böse und abstoßend. Sie hatten vor, sich mein Wissen anzueignen und mich dann zu töten. Ich konnte sie abwehren, aber jetzt sind meine Energiespeicher erschöpft. Ich bin dem Tode nah. Eine weitere Lüge. Sie ist mit einem gewaltigen Energieraster verbunden. Ich flehe Sie an. Haben Sie Mitleid mit mir. Bringen Sie mich nicht von hier weg. Ich würde lieber sterben. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Das ist Wahnsinn. Sie sind eine unglaubliche Entdeckung. Ein Schlüssel zu unserer Vergangenheit. Bin ich das? Sie sind nicht diejenigen, die mich erschaffen haben. Ich vertraue Ihnen ebenso wenig wie den Cat Aliens. Oder diesen anderen Aliens. Ich würde lieber sterben. Ryder, sie blockiert meine Versuche, sie zu scannen. Okay, das ist... Ich bin offen für Ratschläge. Irgendwelche Ideen? Ideen? Ich bringe sie von hier weg. Das ist etwas... Nein, ich bin müde. Ich werde nicht gehen. Ich habe Angst. So viel Angst. Und ich bin wütend. Helfen Sie mir. Ja, das ist verständlich. Bitte. Ich habe Familie. Ein Leben für ein Leben. Ist meines wirklich kostbarer als seines? Sie sind viel zu wertvoll. Tut mir leid. Das hätten Sie nicht tun müssen. Da mein Schicksal nun in Ihren Händen liegt, sollten Sie es als Warnung betrachten. Ja. Aber Sie haben eine aufregende Zukunft vor sich. Sie können den Angara helfen, das wieder zu gewinnen, was Ihnen die Geißel genommen hat. Ich kenne Sie nicht. Und ich schulde Ihnen gar nichts. Mann, aber ist Ihre KI, Sie verstehe ich. Übergeben Sie mich in Ihre Obhut. Nein. Das ist vermutlich keine gute Idee. Muss es denn immer um Grenzen gehen? Wenn Sam dieser KI im Moment am besten helfen kann, dann teilen wir sie eben. Ich glaube, das würde nicht gut ankommen. Ich will bei Sam sein. Ich habe ein Bewusstsein. Ich habe Wünsche und Gefühle. Ich will bei Sam sein. Bitte, Pathfinder. Erfüllen wir ihr ihren Wunsch. Jarl, Liam, Sie klären die diplomatischen Fragen. Wenigstens haben die Cat sie nicht in die Finger bekommen. Okay, Team. Was jetzt? Das ist Mindeste. Wir haben ja immerhin alles geschafft hier. Gut. Scannen kann ich das Ding nicht. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, schon Feierabend machen. Stufe hat 18 erreicht. 5 Fähigkeitspunkte erreicht. Sehr schön. Ich glaube, dann sind wir hier soweit mit durch. Da ist tatsächlich nochmal eine Quest gekommen. Ey, lecko mir am Arsch, ey. Gut, wir haben jetzt auch 41% Lebensdingsabumse. Also schon mal gut. Dann machen wir die Schnellreise mal dahin. Oh, das wird ja nicht auch wieder ein Quest hier. Uiuiuiui. Dann gucken wir mal, ob wir speichern können. Ob der Speicherbutton jetzt da und ist und verfügbar. Jetzt wäre Spielspeichern verfügbar. Okay, wir holen uns aber nochmal schnell die eine Quest ab. Dann wird es eine kleinere Folge hier, in die ich das so zusammenschneide. Weil der Speicherbutton nicht da war, die Sau. Hallo, Quest da.
Hey, mo, nee. Was sie in Jani Eek gefunden haben, war ganz erstaunlich, Pathfinder. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was wir von dieser Intelligenz erfahren werden. Möglicherweise bekommen wir alles zurück, was wir verloren haben. Die aktuellen Siege über die Cat haben uns viele Möglichkeiten eröffnet. Wiederaufbau, sogar Expansion. Wenn sie wollen, gibt es dabei auch Platz für ihr Volk. Ich möchte sie hiermit ganz förmlich als Stadtwalterin von Techix willkommen heißen. Ich weiß ihre Großzügigkeit zu schätzen. Ich denke nur praktisch. Viele sind der Ansicht, dass unsere Völker gemeinsam stärker sind als einzeln. Sie hatten schon Erfolg mit Reliktgewölben. Auf Volt gibt es auch eins. Nee, ach nee. Ich schlage vor, sie untersuchen es, bevor sie Pläne für einen permanenten Außenposten hier schmieden. Ja? Ich will sie nicht länger stören. Sie stören überhaupt nicht. Möge ihr Glück wachsen, Ryder. Dankeschön. Aber war das jetzt die Quest? Das ist einfach nur so ein Informationsgespräch dann. Nee, es ist... Ach. Den Außenposten errichten. Ja. Das ist die Quest, den Außenposten zu errichten. Okay. Gut. Ja. Doof ist natürlich, dass wir da gar keinen Reisepunkt haben. Das heißt, wir müssen wieder, glaube ich, von hier aus... Wo ist der Eingang gewesen zum Gewölbe? Habe ich noch mal eine Queste, wo wir ins Gewölbe sollen? Helios. Außenpostenwelten. Volt. Ja, das ist schon toll. Na. Hey, wo ist denn das jetzt? Okay. Weil ich die Mission jetzt hier gar nicht sehe, außer dass da halt. Na gut, Leute, ich habe ja gerade eben mich schon mal verabschiedet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, danke für eure Treue. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. Und dann direkt mit Speichern.